Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem kleinen Review-Überblick zu den Megatins 2015, die nächste Woche am Donnerstag erscheinen werden. Da gibt es halt wieder eine Menge Reprints und auch coole neue Promokarten. Ich werde euch heute halt einen kleinen Überblick geben und ob die sich halt lohnen werden und ob ihr euch welche kaufen solltet. Also die Preise der Tins sind immer unterschiedlich und es kommt auch auf die Menge an, die ihr kauft, aber ihr könnt zum Beispiel bei unseren Sponsoren immer abchecken und schauen, ob die welche haben. Auf jeden Fall solltet ihr nicht mehr als 15 Euro pro Tin zahlen. Das ist auf jeden Fall dann Abzocke. Und aus irgendeinem Grund kostet eine der zwei Tin mehr als die andere. Und in einem Case, also 12 Tins, sind irgendwie 5 von der einen und 7 von der anderen. Und deswegen kostet eine Tin immer mehr, weil die irgendwie seltener ist. Da haben wir halt jetzt diese zwei Tins, Odd Eyes und Dark Rebellion. Die Odd Eyes Tin hat drei Promos. Und zwar den Odd Eyes als Special Rare, irgendeine neue Form. Ich weiß gerade den Namen nicht. Dann hat es noch Majesty's Fiend und halt Elder God Noden als Super Rare, was ziemlich stark ist. Majesty's Fiend immer eine gute Side-Deck-Option für viele Decks. Und dann halt Elder God Noden, der echt krass ist, der angeblich das Meta verändern wird und voll viele Decks pushen wird. Dazu mache ich noch später ein Review. Da schauen wir uns das genauer an. Und dann haben wir die Dark Rebellion Tin mit einem anderen Elder God. Der ist aber Synchro, also schwer rauszubekommen. Ich weiß nicht, wie begehrt der sein wird. Dann haben wir Castell. Ziemlich begehrte Karte, ziemlich gut. Bestes 4x YZ Monster zurzeit. Manche Leute spielen sogar zweimal ihn anstatt 101. Und dann halt Dark Rebellion, das Monster of the Tin. Wieder in dieser Special Rare Rarität. Also ich denke mal, Odd Eyes Tin auf jeden Fall besser. Mit den zwei Majesty's Fiend und Elder God Noden. Und Odd Eyes ist wahrscheinlich auch besser als Dark Rebellion. Ich meine, den habe ich glaube ich noch in keinem Deck gesehen. Und Odd Eyes für spätere Pendulum Decks auf jeden Fall nicht schlecht. Castell ist zwar krass, aber den braucht man einmal nur im Extra Deck. Maximal zweimal. Und von der Odd Eyes Tin braucht man eigentlich jeden davon dreimal. Also Odd Eyes Tin auf jeden Fall der Favorit. Dann kommen wir zu den Karten, die in den Tins sind. Das sind halt die Reprints von den vier letzten Sets. Primal Origin, Duelist Alliance, The New Challenger oder Next Challenger und Secrets of Eternity. Kleiner Überblick über die Sets und was für Karten da eigentlich drin waren. Primal Origin hatte die Artefaktmonster, die Sylvan, Magidolce Angeli, ansonsten nichts Besonderes. Duelist Alliance war, glaube ich, eines der krassesten Sets überhaupt. Da war halt Yangtze drin, Burning Abyss, Shadol, Satella und auch so Random Support wie Phelios ist nicht schlecht. Dann haben wir New Challenger, das war auch nicht schlecht. Das hat halt die Themendecks davor nochmal unterstützt, also nochmal Shadol, nochmal Satella, nochmal Yangtze und Bear. Dann hat es nochmal Clifford eingeführt, also auch sehr starkes Set. Und Denko-Sekka ist auch drin und sowas wie Ernste Predigt, also auch nicht schlechtes Set, zweitbeste auf jeden Fall. Dann haben wir halt Secrets of Eternity. In dem Set waren die Infernoids drin, ansonsten nichts Besonderes. Constellar Diamond, Soul Transition und Pot of Riches sind noch von Interesse, aber ansonsten. Ah ja, und noch ein bisschen Clifford Support, aber das war es auch schon von dem Set. Und theoretisch sollte das alles in den Tins jetzt reprintet werden und drin sein. Da haben wir halt zuerst die Super Rares. Könnt ihr hier sehen, also eigentlich nichts Besonderes. Yang Zings vielleicht, wenn man sich das bauen will. Ansonsten Shadow Fusion und Shadow Fusion. Ansonsten echt nichts mehr Besonderes. Aber die Super Rares haben eh schon mehrere Reprints bekommen. Die kommen ja immer in den Special und Advanced Edition nochmal als extra Promo Reprint-Ding da. Deswegen denke ich, sind die Super Rares absolut nicht von Bedeutung. Ich denke, dass nichts davon mehr als 1 Euro, 2 Euro gehen wird. Dann kommen wir zu den Ultra Rares. Die sind schon richtig krass. Da wäre echt alles mit dabei von diesen ganzen guten Reprints. Artefakt Sanctum, Deneb, Winder, Konstrukt, Satella, Alpha Nova, Shadow Games, die ganzen Yangtze, Clifford Scout, Clifford Stealth, Sacrifice, Infernoid Hammerdick auf jeden Fall, dann auch Diamond, den man in jedem Extra-Deck spielen kann, und Phelios, also echt gute Karten. Problem ist halt, die meisten von denen braucht man halt dreimal und in eine Tin hat, das habe ich vorhin vergessen am Anfang zu sagen, eine Tin hat drei Megapacks und in einem Megapack sind eine Secret Rare, eine Ultra Rare, eine Super Rare, eine Rare
paar Comments. Also ziemlich schwer eigentlich gezielt irgendwas zu ziehen, was man haben will. Vor allem, weil das meiste, was man haben will, man einfach dreimal braucht. Dasselbe gilt halt für die Secret Rares. Da sind es halt weniger, deswegen höhere Chance, die zu bekommen, die man haben will. Aber dafür sind auch eine Menge, also wirklich eine Menge Müll Secret Rares dabei. Wie ihr hier sehen könnt, Delta Rares ist nicht schlecht, Baxia. Ansonsten natürlich Dante, wahrscheinlich der begehrteste. Dann Clifford Disc, Shikinaga kann man einmal gebrauchen, aber das war's dann. Ernste Predigt, Yahtzee, Yangtze, Virgil, Ununchu. Und das war's eigentlich auch schon. Also die Secret Rares sind gar nicht so gut. Also da sehe ich schon voraus, dass man eine Menge Müll ziehen wird, bevor man drei Dante oder sowas bekommt. Aber wir werden es sehen. Also wir haben uns auf jeden Fall ein paar gekauft und es kommt natürlich auch ein Opening. Dann werdet ihr sehen, wie oft man was zieht und wie selten was ist. Wie gesagt, wenn ihr welche kaufen wollt, auf jeden Fall nicht mehr als 15 Euro dafür ausgeben. Ansonsten, falls ihr euch ein spezifisches Deck bauen wollt, also Satella, Clifford, Shadol oder sowas, ja, dann würde ich euch wahrscheinlich raten, die alle einzeln zu kaufen, weil es ziemlich schwer wird, jeweils ein Playset von denen immer zu ziehen, zu bekommen, sodass ihr halt ein komplettes Deck nur aus den Tints und sowas bauen könnt. Aber falls ihr wieder anfangt oder wieder ein bisschen mehr Karten haben wollt, eine Sammlung und sowas, einen guten Ordner, dann sind die Tints wahrscheinlich nicht schlecht. Dann hat man immer, auf jeden Fall immer ein paar begehrte Karten mit dabei. Man hat halt dann zwar nicht immer das Playset, um sich ein Deck dafür zu bauen, aber immer ein, zwei von den Danabs oder sowas, von den gefragten Karten, die man dann gut in den Ordner tun kann, zum Tauschen und sowas. Also, falls ihr sowas haben wollt, dann sind die Tints auf jeden Fall perfekt für euch. Ansonsten für Decks und so, lieber einzeln kaufen. Natürlich bei unseren Sponsoren. Ansonsten war es das auch schon wieder. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und ciao.